Auf zu Vince und weit davor. Ach, das sieht auch ein bisschen aus wie der Doc bei Zurück in die Zukunft, fällt mir so auf. Naja, so ein bisschen. Zumindest. Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten... Aber ich kann nicht... Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Hm. Ja, Portalkarten haben wir doch. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Pappalapapp! Hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Yay! Was ist eigentlich deterministisch? Zeitleitung, check. Karionenkonzentrator, check. Hämorrhoidenring, check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Bäh. In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in vier. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller on the inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Nee. Los geht's. Prostata, Opa, Schoß, das ist keine gute Kombination. Oh nein, nicht schon wieder. Du kennst diesen Ort? Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz, ohne meine klebrigen Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Tja, die Tücken der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Okay, ich habe also keine Ahnung, was hier entfernt war. Ja, schon wieder. Red mal mit ihm. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Portafisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja. Das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Ach, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oh je. Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Nanu, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Nanu, seltsam. Ich bekomme kein... Was aber alles... Tja, oder? Oh je. Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet... Nein. Mist.
Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. An der Stelle waren doch jetzt vier und geben ihm das mit dem Murmel, ja. Murmel, so ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Glatze. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Das kommt jetzt immer wieder, oder was? So viele Antworten, die ich vorhin gegeben habe, muss ich jetzt auch beantworten. Oh. Tja, ich habe die Zukunft der Ich erkenne nur extravagant. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie. Aber was? Wieder Hutmode. Noch? Naja, ich bef... Tja, die Zukunft... Ich erkenne... Bauhelme. Kannst du... Ja, aber... Wiederholen. Ah. Noch. Naja. Tja, ich. Warnhütchen. Kannst du da. Aber. Nein. Tja. Ich erkenne Aluhüte. Kannst du damit... Ja, aber wieder Hut. Noch. Die Kugel hat gesprochen. Die Antwort lautet... Turbane, ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Ist in das Magazin vertieft. Das ist alles komplett falsch. Ich muss etwas unternehmen. Stör mich nicht. Es gibt hier eine interessante Kolumne über die richtigen Wickelpraktiken. Die hatte er doch vorhin noch nicht. Oder vielmehr nachher nicht mehr. Okay, weg damit. In seinem Alter sollte er... Unsinn, Junger Grau. Aber... Und? Noch nicht. Vergiss. Ich denke an nicht... Standen die Pins später auch schon da? Ach ja, das weckt Erinnerungen. Aber am Anfang war doch diese Glaskugel und so da, oder? Da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Ach ja, das weckt Erinnerungen. Peilst nicht so ganz. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nach... War die Kugel echt weg? Weiß ich gar nicht mehr. Hä? Und so sah der ganz bestimmt nicht aus. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wieder... Wozu brauchen Leichen Make-up? Ich hoffe, da plant nicht irgendeine davon, heute noch auszugehen. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Okay. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Okay. Wer sich selber eine Grube gräbt, ist bereits hineingefallen. Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Ich bezweifle, dass er das noch benötigt. Hm,
So ganz Palisa noch nichts. Mit dem Hut hätte ich ihn fast nicht erkannt. Im heutigen Hutmode-Ranking ist er damit definitiv Top 5. Eine traurige Bilanz. Na dann mal gucken, was er zu sagen hat. Hallo Fremder, falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben, allerdings ohne waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Ja. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann meinen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Ha, meine leichteste Übung. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Geduld, mein Freund. Noch bist du kein Totengräber. Zeig mir, was du an der Schaufel kannst und bring mir ein Prophetenoutfit. Dann können wir weiterreden. Immer dieser Leistungsdruck. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Ich verschwinde. Tüdelü. Schaufeln wir mal unser eigenes Grab. So, zack, zack und weg mit dem Müll. Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Oh, Ratz und zwei und drei und vier und später... Bravo! Eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Prophetenoutfit und wir können die Jobs tauschen. Ja, und zwar das blöde Laken. Deswegen lief er vorne wie so ein Griech hier rum. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Du riechst ein wenig. Na los, rein da. Na sowas. Es sitzt perfekt. Es betont die Schultern und kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. Du hast es verdient. Okay, jetzt haben wir mal den Frack. Ich hätte mir Roccos Konfektionsgröße notieren sollen. Nanu, hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich... Huch, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Was? Wer hätte es gedacht? Wo hab ich noch gleich meine Zeit? Und vor allem... Ja, aber gut, dass es trotzdem noch piept. So, jetzt können wir noch den Eimer hier mitnehmen. Und dann sollten wir eigentlich fertig sein.
Weißt du nicht, was ich mit dem Eimer hier anfangen soll? Wozu brauchen Leichen Make-up? Ich hoffe, da plant nicht irgendeine davon, heute noch auszugehen. Also, dann fahren wir wieder zurück. Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht, alles muss... Ich denke an... Hä? Die wecke ich lieber, wenn sie mich wie... Hä? Ich hab doch alles. Ich gibt's ja nichts mehr. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt... Ach ja, das weckt... Also einen Eimer kann ich mich nicht erinnern. Frag, braucht man ja schon Autoschlüssel, weiß ich nicht. Lag der irgendwo? Geht nicht, kann ich nicht mehr irgendwo hinlegen. Ah, da kann ich durchgucken. Hä? Handbohrer? Ja, okay. Gut, dass er nicht an war, als ich vorhin in die Kugel gegriffen habe. Was mache ich damit jetzt? Aber nicht doch. Dann würde ja die... Aha. Schon so gut wie früher. Und wenn ich früher sage, meine ich später. Nur die Farbe stimmt noch nicht ganz. Jacqueline ist schon fast wieder so sexy wie meine Kugel. Ach, diese scheiß Bowlingkugel, schade, genau. Dass ich es hierbei belassen muss. Verflucht seist du, Determinismus. Das stecken wir dann da rein. Nee, geht nicht. Die ist genau da. Ah, ab in die Bowlingbahne. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Manu, wo ist sie geblieben? Aua! Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann ebenso. Schnell, Vince, wir sind hier fertig. Gib Gummi. Oh, wir haben es geschafft. Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Nanu? Hochzeit. Was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben. Na endlich, wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Ring? Aha. Ja, gut.